sagten sie ja Januar vielleicht, aber es ist Februar. Wann kommt es denn endlich? Das Redstone-Update, ich weiß. Okay, noch zwei Fackeln. Das wahrscheinlich ein bisschen länger dauert, aber warum? Es hat doch so viel Zeit von Mojang. Ich frage mich nur, dann wird es wieder einige Welten geben. Es gibt ja diese Mega-Redstone-Bauten. Oh Und ich ja. frage mich, zum Glück gibt es ja die Möglichkeit, ältere Minecraft-Versionen zu spielen. Ja, das ist immer ganz gut. Ich habe auch einen Spielstand, wo ich auf der Alpha spiele, auf Gronkhs Welt. Sehr unterhaltsam. Die Alpha hat auch schon so ihren eigenen Charme, finde ich. Ist auch blöd eben für die Leute mit diesen riesen Redstone-Sachen. Auch wie viel Mühe die sich manchmal geben, so richtig Also wirklich, manche bauen da PCs ganze und PCs. dann Redstone-Update und dadurch wird alles über den Haufen Manche geworfen. bauen da auch immer Schere, Stein, Papiermaschinen mit. Immer Ja. lustig. Dann fallen die so in Lava rein. Das ist so gar nicht so Und schlecht. also solche Schere, Stein, Papiermaschinen sind gerade noch diese Bauten, die ich gerade noch so verstehe. Ja, die anderen dann nicht Ansonsten mehr. Redstone-mäßig bin ich nicht gerade Das sind wirklich gewandt. talentierte Künstler. Ja. Also ich weiß nicht, wie die das mal machen, aber An sich ist ich es find's gut. natürlich Logik, nur wenn man mal überlegt, sich das Ganze auszudenken. Ich glaube, der Erfinder dieser Maschine, also so gesehen der Typ, der sich Schere, Stein, Papier, die Maschine ausgedacht hat, wird, glaube ich, die meisten Schwierigkeiten gehabt haben, die sich's abgucken, nicht gerade. Ja, eben. Da weiß man immer nicht genau, wer es gemacht hat. Genau wie mit der Erntemaschine, das war Zum auch noch Schluss, und so. wenn man jetzt zum Beispiel den Bauplan für die Maschine hat, dann sagt man mal, ach so, ist ja komplett logisch, aber wer wäre selbst darauf gekommen? Ja. Das ist mal die Frage. Die Idee muss man erstmal haben. Zum Schluss sagen, können Sie alle sagen, ja, hätte ich auch gewusst, aber. Ja, ach ja, das hätte ich genauso gemacht. Deswegen ganz logisch einfach. Ach, das noch mehr. Nee, da gehen wir jetzt noch nicht hin. Wir haben noch einen ganz anderen Gang hier. Ja. Eine Fackel. Super vorbereitet einfach. Man muss sich auch manchmal zurückhalten, wie gesagt, bei diesen Sachen, wenn dann plötzlich ein neuer Ja. Gang aufgetan wird. Das Blöde ist dann immer wieder Oh. zurückzufinden, falls man wieder weitermachen möchte. Ja, das ist immer das Problem. Man geht immer tiefer rein. Man merkt es eigentlich irgendwann fast gar nicht mehr, wenn man nicht aufpasst. Und dann ist man ganz unten irgendwann. Zum Beispiel im Nether markiere ich mir, wenn ich dann in einer Singleplayer-Welt Ja. bin, oder halt in einer privaten Welt, da markiere ich mir zum Beispiel immer die Wege mit Sand. Ja, das Und ist ich glaube, gut. in einer ganz normalen Höhle, Ist immer gut, wenn man die naja. dann mit Sand markiert, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ach so, da geht es noch weiter runter. Und Wir ich sind sehe. auf Ebene 39, ist gar nicht so schlecht. Eigentlich, wir müssen noch ganz weit Ja. runter, weil wir brauchen Redstone. Alter, wie unübersichtlich. Eisen. Würdest du eigentlich ganz normal Gänge bauen, jetzt um explizit an Redstone und Das Diamanten zu mache ich kommen? eigentlich gar nicht Ja, so. das ist irgendwie. Es nimmt irgendwie den Reiz von Minecraft, die Höhlen zu erkunden, alles selber Ich finde, wenn auszuheben. man das so einfach so zufällig findet, dann ist der Stolz einfach Ja, größer. wenn man jetzt zum Beispiel extra Diamantengänge macht, diese ganzen verzwickten Wege, wie man es kennt, Ja, stimmt, absichtlich das bis ist zum nicht so. Bedrock-Graben, Das mache ich ist nicht. natürlich ganz nice, dann die ganzen Diamanten zu bekommen, nur irgendwie raubt es dann den Spielspaß. Ganz ehrlich, dann hängst du da stundenlang, baust Gänge. Und dann hat man irgendwann so viele Diamanten und man weiß nicht, was man damit machen soll. Ja, okay, ich würde jetzt nicht sagen, dass man nicht weiß, was man damit Okay, machen will, Diamantrüstung und so. Gronkh hat ja auch so viele Diamanten gefarmt einfach. nur Und irgendwie. er hat jetzt mehr als ein Stack. Aber man braucht sie ja nicht unbedingt. So, man hat sie eigentlich die ganze Zeit in der Kiste und weiß nicht, was man damit machen soll. Man, die sind so wertvoll halt und man will sie nicht immer verbrauchen. Ja. Naja, Es ist halt so deswegen. eine Sache. Und dann, wenn man so runtergeht in eine Mine, ganz normal, und dann welche findet, will man die erst recht nicht verbauen. Nur Ja, wozu hat man das die weiß dann? ich Das nicht. ist immer die Frage. Man sammelt Eisen und benutzt zum Beispiel hier, wie wir gerade, Steinwerkzeuge. Wofür hat man dann das Eisen? Einerseits, um zu sparen, man will ja auch andere Sachen damit machen. Eben, Eisen benutze ich eigentlich fast nur für Äxte Ja, und für Schwerter. Werkzeuge. Insofern kann man sie eigentlich nur dafür verbrauchen. Ja, ich verbrauche es jetzt. Und Schaufeln mache ich generell gar nicht aus Eisen. Das ist Nee. mir irgendwie zu schade für, finde ich. Vor allem, Die weil gehen. Stein, weil Quatsch, Stein. Nee, weil Sand und so ja sowieso schon relativ schnell abgebaut werden. Ja, eben, das ist ein bisschen doof. Dass man dann auch Eisen dafür verbrauchen Ich hatte mir könnte. ja mal den Spaß gegönnt, eine Diamantspitzhacke auch komplett zu verzaubern. Ich hatte auch Glück und hatte Effizienz 4. Oh, das ist immer Das sehr war lecker. wirklich der Hammer. Also, hat echt Spaß Da gemacht, muss man Glück haben, dann so einen einfach. riesen Raum auszuheben. Naja. Ja, ich weiß nicht auch, wie ich das finde mit dieser Mod, mit der man die Verzauberung schon sehen kann und selbst einstellen kann. Ja, es gab ja diesen einen Nee, Trick, muss ich nicht haben. wie man die Wörter entziffern kann, da man dieses Alphabet da entziffern kann. Ja, Na, das das bringt bringt nichts. Dann nichts. kommt da so eine Scheiße raus wie Feuerball, Katze oder irgendwie sowas. Und Ja. wirklich, da kommen solche unzusammenhängenden Wörter raus, nur. Hier noch irgendwo, glaube ich, im Minecraft-Programmcode in Ja, der einen da gab es eben Beginn-Ordner dieses eine irgendwo. Tutorial, wie man die zu den richtigen Buchstaben umformatieren kann, wenn man nicht den Bock hat, sich die selber zu übersetzen. Stimmt. Aber man muss es ja nicht wirklich unbedingt machen. Oh, da ist kein Platz für eine Fackel hier. Der Gang geht natürlich wieder weiter. Man ist immer Jetzt überrascht, was mal da noch sehen, wie kommt. lange das noch dauern kann, Oh, da geht's bis wieder überhaupt das Inventar runter. voll ist, weil wie viel wir hier finden. Ja, das. Schon Ach, toll. ein Knochen. Was willst du damit hier? Egal, den sammeln Nee. wir sowieso gleich Ich wieder ein. glaube, ja, ich würde sagen, sammel ein, bis das Inventar voll Und ist, dann weil. am Ende schmeiße ich halt raus, was ich nicht mehr Ja, brauche. also ich würde sagen, sammel es jetzt trotzdem ein. So, Würde am ich mal Ende wird das empfehlen. rausgeworfen. Falls es voll ist, ich würde Der nicht erste Stack ist empfehlen. voll.
Ich würde nicht empfehlen, vorher schon Sachen rauszuwerfen. Ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Eisen haben wir auch 4 dabei. Eigentlich brauchen wir die gar nicht. Schön, wenn man vorausschauend bereits Sachen wegwirft, aber... Ja, und am Ende braucht man sie vielleicht doch noch. Ja. Denn man füllt sein Inventar eventuell nicht korrekt. Ja, das hat auch bei einer Höhlenmission gesagt, ja, eine Eisenspitzhacke reicht. Und was habe ich gefunden? 7 Stacks Redstone. Musst du mir die ganze Zeit neue Spitzhacken machen. Ätzend. War aber ganz schön cool am Ende. Mehr Redstone als Kohle. Richtig die Lust auf Minecraft bekommt man ja auch erst, wenn man spielt. Ich finde, wenn ich jetzt vorm PC sitze, dann braucht es mal ein bisschen, bis ich dazu komme, Minecraft zu spielen. Aber wenn man dann drin ist, dann hängt man davor stundenlang und fragt sich, wann habe ich eigentlich angefangen? Ich glaube, das Wort werden wir eventuell... Okay, wenn man... Du könntest zensieren, das Wort. Also, wir können dann so einen kleinen Beep-Sound drüberlegen, wie man das ja generell macht. Welche Wörter darf man eigentlich noch verwenden? Ich meine, man sieht ja ständig auch Let's Plays für Spiele ab 18, aber dann fragt man sich immer, dürfen die das eigentlich? Es ist ja schon ein bisschen komisch, dass auch Minderjährige dann direkt daran kommen. Aber ist ja nur Spaß. Eben. Es ist auch eigentlich blöd, dass die FSK ab Alter bestimmt wird. Ja, genau. Alter hat eigentlich rein theoretisch gar nichts mit psychischer Verfassung zu tun. Wenn man 18 ist, dann ist man doch nicht unbedingt dann abgehärtet von solchen Spielen. Ja, es gibt geisteskranke Leute, die 18 sind und mit sowas nicht klarkommen. Mein Vater. Wenn ich dir mal so ein paar Szenen aus keine Ahnung was zeige, er kann sich das nicht ansehen. Also versteht man ja natürlich andere Generationen, andere Erlebnisse. Oh, ein Riesenraum. Vorgefertigter Höhlenraum, den kennt man ja, den gibt es ja öfter. Nur ich komme mit solchen Sachen halt prima klar, ohne so gesehen Albträume zu bekommen oder so. Nehmen genau das Alter als Maßstab zu nehmen, es ist halt ein bisschen blöd. Ja, man wird einfach man sieht einfach diese Zahl USK ab 18 natürlich in Rot eingefärbt und denkt sich, okay, gleich brutal. Darf ich auf gar keinen Fall spielen, aber sieh mal an, wie viele Leute spielen Call of Duty, Battlefield und sind... Meistens 13. Sind das sogar die kleinen Kiddies, aber in dem Fall finde ich das wieder ein bisschen bescheuert, dass die dann da gleich abgehen und sagen, oh! Ich gehe jetzt auch gleich ab und sag hier, Spinne. Ja. Okay. Dass die dann direkt anfangen, ja Alter, guck mal, wie ich den niedergemetzelt habe, ich bin voll cool. Und wenn die sich die Aufnahme mal wo sind die? 2 Jahre später angucken, dann ist denen das wieder peinlich. Ja. Okay, ausweichen und Strike. Und das ist eben hier Call of Duty auf Blockbasis. Genau, das ist der Blockbuster. Maus-Fail. Ja, das ist manchmal mit der Maus so ein Problem. Ja, 7 Euro Maus. Qualität verspricht sie auf jeden Fall nicht. Geht an sich. Ja, finde ich auch. Ich wollte mir jetzt nicht so eine Gaming-Maus holen, weil ich die scheiße finde. Mit den ganzen Knöpfen. Ist auch geil. Mit den ganzen Knöpfen. Man kann rein theoretisch nur mit der Maus Minecraft spielen. Das könnte ist auch man. Geil. Das wird zwar sehr kompliziert, aber man kann es. Okay, später wird der Gang auch noch besucht, weil hier war noch... Eisen haben wir, glaube ich, schon mitgenommen. Egal. Komm, gehen wir doch dahin. Wir haben jetzt auch einen Bogen dabei für alle Fälle eigentlich. Ja. Nur in der Mine, wo man sowieso immer um die Ecken. Ja, eben da brauchen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber man weiß nie. Eigentlich braucht man alle Items. Nur. Eigentlich ja. Naja. Man kann alle. Man Items weiß ja nie. Also. Oh Gott, ist das unübersichtlich. Hier unten können wir lang, aber diese kleinen verzwickten Gänge, die führen immer in noch größere Höhen rein und das wollen wir jetzt ja nicht unbedingt bezwecken. Oh, Kohle. Auch wieder. Und Lava. Und gleich wieder. Na, welche Ebene? Ist das. 30, ist das eine richtige Schlucht oder? Oh! Auch schön. Es sieht immer aus wie ein Zombie, aber es ist ein Skelett. Ja, ich fand die Textur vorher ein bisschen besser. Man wird immer so ein bisschen verwirrt. Ja, aber man gewöhnt sich dran. Mann. Okay, wir werden da jetzt fast reingefallen. Okay, ich würde mal sagen, Jump. Es wird ganz schön schwierig, gönnen, oder? Eine Treppe zu bauen da unten. Ja, oder. Ich oder gönnst dir einen Jump. Oder du kannst, genau, du kannst jetzt die Blöcke da abbauen. Die kann ich auch, genau. Kann ich genau, abbauen. Die abbauen und dann da auf den kleinen Vorsprung. Alles muss abgebaut, dann kann ich da runterspringen mal eben. Ja, noch ein weiter und dann da auf den Vorsprung genau, drauf. Genau, das ist nämlich eine gute Idee. Dann mache ich eine kleine Treppe, damit ich nachher wieder hochkomme. Ich glaube, jetzt geht's sowieso darunter. Wow. Moment, um 180. Ich weiß, Grad da kann man jetzt runter jumpen. Ich glaube. Oh, diese Fledermäuse, mein. Nerven Fresse. Schon. Ich mache mir lieber eine Treppe, damit ich nachher auch weiß, wo ich eigentlich genau war. So, dann kann man hier. Okay. Ja, einfach nach unten bauen. Von unten. Oh ja. Korrekt artikulieren. Aha. Aber es ist auch so eine Herausforderung, sich wirklich darauf durchzuringen, die ganze Zeit mit Monstern zu spielen. Ich finde es eigentlich ganz cool, nachdem ich mich dran gewöhnt hatte. Ja, da lagen auch ein paar Pfeile oben. Ich weiß nicht, woher die jetzt alle kamen, aber. Ja, falls man die nehmen möchte, ich meine. Muss es ja nicht unbedingt, aber man kann es natürlich immer machen, ist eine gute Alternative. Die Pfeile, die verbrauchen sich. Sagt dazu jetzt nichts mehr. Die verbrauchen die natürlich relativ schnell, leider. Wenn man dafür sehr viel rumschießt. Ja. Ist jetzt ja kein Automatikbogen, der die ganze Zeit Pfeile schießt. Dafür gibt es ja diesen geilen Endlos-Zauberspruch, der nur einen Pfeil benötigt und man dafür dann sozusagen unendlich hat. Oh, Smaragd. Geil. Das war früher ja immer,
Da konnte man den Bogen ja, da musste man den gar nicht wirklich spannen, da konnte man Dauer schießen. Ja. Ach, da bist du. Meine Fresse, sag das doch gleich. Aber auch hier, um es mal gefunden zu haben, direkt. Ja, das ist halt das Extreme Hills Biom, nur da gibt es ja. Oh, fuck. Oha. Oh, mein das Schwert. Kam jetzt gerade echt. Oh, mein Schwert war gerade kaputt. Ach du Scheiße. Geil. Hammergeil. Dafür liebe ich Minecraft. Ah. Nur trotzdem, auch in Extreme Hills Biomen sind ja die Smaragde ganz schön selten. Ja, ich weiß eigentlich, ich habe in einem Run, glaube ich, mal 9 Stück gefunden. Ja? Die sind eigentlich gar nicht so selten. 40 mal seltener als Diamanten und trotzdem bringen sie mir einen Schatten. Ja, komm. Komm noch her und explodiere hier auch noch. Den können wir jetzt leider nicht mehr abwehren. Das geht ja an sich. Ich meine, mit Eisenrüstung geht's eigentlich. Okay, der hat den kleinen Bereich jetzt mal hier vergrößert. Auf jeden Fall ist es jetzt spektakulär. Da oben ist da noch jemand. Nein, na, da ist super. Eisen. Die Kohle scheint relativ unbeschadet zu sein, hoffentlich. Kann man jetzt auch mal hier in Ruhe abbauen. Wird man nicht gleich hier gestört. Ah, die Smaragde. Das ist immer nur man will irgendwie daran, andererseits. Weil die sind so selten. Und wofür sind die eigentlich? Es sind seltene Rohstoffe und man handelt damit. Du bekommst auch für 18 Wolle oder 13 oder was das war, bekommst du auch bei einem NPC-Händler, der dir das anbietet, auch einen Smaragd. Das ist halt das Ding einfach. Ich baue mir daraus immer Blöcke, weil die einfach so geil aussehen. Danke an die Ich frag mich zum Beispiel, was ich mich auch mal gefragt habe, warum gibt es eigentlich keine Obsidian-Werkzeuge? Obsidian ist ja härter als Diamant. Das Problem, Obsidian kann man sich farmen. Ja, das und falls ist halt dann Obsidian-Werkzeuge gemacht werden würden, was noch sinnvoll wäre, wäre eigentlich Smaragd-Werkzeuge. Aber die sind selten. Das wäre geil dann. Okay, hier sind überall schön Monster. Da unten scheint es relativ cool auszusehen eigentlich. Würde ich gerne runter. In der ganzen Lava. Oder sieht es nach so einigem Obsidian aus? Ja, ich glaube, da gehen wir gleich mal runter, wenn wir Diamanten irgendwann mal finden sollten. Und hier auch noch die Kohle. Kohle ist da noch, okay. Auch da unten, gerade wo die Fledermaus war. Ja, deswegen müssen wir da dringend nochmal hier alles auskundschaften. Das könnte eine Höhlenaufnahme werden. Ich frage mich, weil eigentlich sind, glaube ich, ich meine, es gibt natürlich endliche Höhlen, aber wenn man, wow, das sah gerade so komisch aus, in der Kohle. Ich denke schon, was ist das? Nee, wenn man schon so ein riesen Höhlensystem hat, fühlt sich dann an, als ob es nicht endet, nur. Tut's zwar schon, aber man denkt einfach alles, da kommt er wieder hin. Ja. Wird zwar nicht hier reinfallen. Ich glaube, wenn irgendwo mal eine NPC-Mine anknüpft, dann kann man schon davon ausgehen, das ist eine Riesenmine, ja, die man nicht so schnell ausgekundschaftet haben wird. Davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Okay, du kannst ja da unten nachgucken. Warte, nicht bei der Lava, sondern links davon. Hallo. Da, wo du die Treppe gebraucht hast. Ach, da kommt ja jemand. Na, willst du in die Lava? Ach, schön. Da kommen ja noch mehr. Die Creeper-Spawn-Rate ist extrem gestiegen, muss ich sagen. Ja. Früher waren die echt nicht gerade. Du kannst ja da unten, warte. Hier, genau, da wo du die Treppe gebaut hast. Da gab es ja auch noch so eine kleine Menge Kohle. Oh, ein Lapis-Lazuli. Da denkt man immer an Diamant. Naja, okay, ich finde, man kann schon ganz schön unterscheiden bei dem Texture Pack. Ich nehme das Zeug immer mit, obwohl ich gar nicht weiß, was ich damit machen soll. Ja, sieht toll aus. Sieht echt gut aus. Na gut, ja, stimmt, blaue Wolle. Naja. Die können wir uns jetzt auch machen. Aber das wurde ja auch bekannt gegeben auf der Minecon. Lapis-Lazuli wird auch im nächsten Update noch keinen anderen Nutzen haben. Als Wolle. Ja, welchen eigentlich? Ich meine, was soll man damit machen können? Ja, frage ich mich auch. Sieht echt cool aus, aber man kann damit nicht viel machen. Ich meine, das ist ja irgendwie wie eine andere Färbung. Warum soll genau Lapis Lazuli noch was anderes kennen? Das finde ich irgendwie ein bisschen. Die Todesfalle da unten. Komisch. Ach, können wir den vielleicht da reinschubsen? Ich glaube, ja. Das sieht ja auch voll brutal aus, der Creeper. Ja, ich finde das lustig. Mit dem Tarnanzug. Komm her. Fall doch runter. Na gut, der ist ja gleich hier tot. Sowieso. Na, ja. Weg. Der kommt hier zum Glück nicht hoch. Das ist ja auch so, wenn die Creeper nicht auf der gleichen Ebene sind wie man selbst, dann explodieren die auch nicht. Ich finde es auch geil, dass man selbst eine höhere Reichweite hat, als dass die Creeper anfangen würden zu explodieren. Ja, das merke ich. Auch bei den Zombies. Nur muss man dann im perfekten Timing schlagen. Das ist halt die Reichweite fängt. Oh, Hack. Wie war das mit gleicher Ebene? Gleicher Ebene. Ja. Der war sehr nah dran. Man kann sie sogar noch manchmal besiegen, wenn sie direkt vor einem stehen, aber dann ist die Chance 80%, dass sie gleich in die Luft gehen. Ja. Ja, wo kommen die alle her hier? Von da unten, glaube ich. Oder von da, von dem Seitengang. Ich will dieses Smaragd. Den müssen wir unbedingt haben. Ja, hallo. Feder. Für die ganzen Fledermäuse. Okay, Eisenspitzhacke. Bitte, bitte. Wow. Ja, die Wächter des Smaragds, oder was? Ach du Heilige. Ach, der hat ja auch einen Stein in der Hand hier. Das ist irgendwie ganz komisch jetzt, warum die auf einmal diese ganzen Icons in der Hand haben. Einer hatte mal einen Eisenblock in der Hand. Habe ich vorhin einen Screenshot gemacht. Ich will den Smaragd haben. Eine Fresse. Ist es denn so schwer zu verstehen?